Bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Wir haben hier was richtig Cooles entdeckt, und zwar den Hanochino. Dieser wurde eingeführt von der Stadt als Mehrweg-Kaffee-to-go-Becher, um halt ja auch den Umweltschutz so ein bisschen zu signalisieren. Und er sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus. Sieht fresh aus auf jeden Fall. Es ist ein schickes Design, und hier befindet sich der Briefkasten. Interessant. Und oh lala, wir brauchen eine Ziffer. Na denn, drücken wir doch mal. Und tadam, da ist sie. Auch richtig cool, schon wieder gemacht. Guck mal hier, da geht der Strom lang, wahrscheinlich hier durch die Wand, und dann geht er hier. Genau. Das ist erstmal schon eine coole Idee, weil für die Umwelt was zu tun ist immer gut. Und wenn die Stadt das organisiert, ist es auch gut. Ob jetzt eben diese wiederverwendbaren wiederverwendbaren Kaffeebecher schon wirklich die Umwelt retten, das ist eine Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt. Und immer ein Schritt nach dem anderen, kleine Schritte führen zum Ziel. Deswegen ist die Aktion super cool, und da feiere ich Hannover schon mal für. Hannover wird dafür gefeiert. Nach einer kleinen Autofahrt, die wir in Hannover hier machen mussten, haben wir was richtig Cooles gefunden, nämlich eine bemalte Wand. Das ist erstmal nicht so besonders, aber es ist ein Logbuch. Ja. Und da vorne ist ein Schloss. Da zeige ich gerade hin, genau. Da musste man jetzt hier eine Zahl finden, um dann einen Stift zu bekommen, um sich dann hier zu verewigen. Genau. Und du wirst mich jetzt einmal auf die Schulter nehmen, und dann werde ich mich da oben, oder werde ich uns da oben erstmal eintragen, nicht? Okay. So ihr Lieben, also wir wollten jetzt den nächsten Aha-Cache machen, aber wir hatten keine Lust, also wir standen eben schon über eine Viertelstunde im Stau. Eine Viertelstunde? Eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Stell dir das mal vor. Wir haben ja noch was zu tun. Nein, also, wenn ihr die Aha-Serie machen wollt und ihr gerade die Caches machen wollt, die auf den Wertstoffhöfen liegen, dann macht sie nicht an einem Samstag. Oh mein Gott, die stehen hier auch. Dann macht sie nicht an einem Samstag, weil die Leute ja alle total ausrasten, weil die da ihre ganzen Sachen wegbringen wollen, und ihr steht da halt echt stundenlang. Und das Problem ist, Samstag... Viertelstundenlang steht sie. Und das Problem ist... Und länger. Und das Problem ist, die haben auch meistens nur bis 14 Uhr auf. So, keine Ahnung, ob man bis 14 Uhr da dran ist. Und deswegen ist es uns das jetzt nicht wert. Und wir fahren zu einem Cache, der jetzt etwas weiter in der Stadt liegt. Und ja, bei dem müssen wir halt nicht so lange warten, ne? Also, wie gesagt, ein Tipp an euch. Wir sind hier mal an der Windmühle, und wir sehen hier ein vertikales Holzstück. Und sehr viele horizontale Holzstücke. Und ich denke, wir müssen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl diesen vertikalen Holzstift hinausziehen. Das ist jetzt meine erste Vermutung. Also wir haben ja auch einige niederländische Zuschauer. Genau, ich lese mal kurz vor, um was es sich hier handelt. Wat heeft diese Pleeg mit Nederlanden te maken? Op het eerste gezicht is het niet meten door Griek, maar hier in het Urboots behalve het Dänse ook het Nederlandse onderhoi konsultaal gevestigd. Sehr gut. Und wie meine Vermutung schon korrekt war, müssten wir das jetzt so hier runterdrücken. Ne? Also ein bisschen herumfriemeln. So ein bisschen Kindergartenprinzip so. Boom. Kommen wir ans Logbuch. Sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Wir haben jetzt hier was gefunden, was noch viel interessanter war als unser Kaffeebecher, den wir eben schon hatten. Wir haben einen Flummi-Automaten gefunden und Kaugummi-Automaten. Und da werden wir mal gucken, ob wir jetzt endlich mal einen Kaugummi kriegen. Ist das echt Kaugummis? Ich weiß nicht, ob es Kaugummis sind oder ob es Flummis sind. Das sind Kaugummis, da steht doch Kaugummi drauf. Ja, so ein dickes Ding stecke ich doch nicht in meinem Mund. Einwurf 20 Cent. Bubblegum, kennst du das nicht? Alter, wird das auch mal noch gewartet hier? Ich glaube, die sind schon übelst alt. Ich glaube, ich würde dafür kein Geld der Welt das essen. Aber Lisa hat Hunger. Getan. Iss mal. Nein, das ist zum Essen. Das ist Bubblegum. Nee, ekelhaft. Ich glaube, ich würde dafür kein Geld der Welt das essen. Die sind bestimmt von 1900 irgendwas, oder? Pfui. Hallo? Da ist kein Flummi drin. Doch, da an der Seite.
Hallo, da möchte ich wenigstens mein Geld wieder haben. Danke, Hannover. Danke. Nur beim fast letzten Vorhalt angekommen, erwartet uns eine Reihe an Schlüssel. Und hier hinten verbirgt sich das Logbuch. Ich hoffe, ihr versteht, sie ist nämlich sehr laut, denn die ist eine Straße. Eine Straße? Eine Straße. Und genau, wir werden jetzt die Schlüssel mal ausprobieren. Vielleicht passen sie ja. Oder es ergibt sich noch eine andere Alternative. Man weiß es ja nicht. Und genau, wenn das Ding offen ist, melden wir uns nochmal wieder. Wir haben es geschafft, jetzt das Logbuch hier rauszuholen. Da seht ihr es, das Logbuch. Der erste Versuch hat nicht geklappt, aber im zweiten Versuch, also nicht aufgeben, dann habt ihr auch die Chance, diesen Und vielleicht solltet ihr mal ein bisschen um die Ecke denken, wenn ihr hier seid. Also sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht und er kriegt auf jeden Fall von uns eine Schleife, würde ich sagen, ne? Ja. Sehr schön. So, meine Lieben, und wir sind am letzten für heute angekommen. Es ist auf einem Briefkasten, wie ihr seht, mit einer Klingel. Und passt mal auf, was jetzt passiert, wenn ich die Klingel drücke. So, und dadurch haben wir jetzt die, ja, die Ziffern bekommen für das Logbuch. Ja, das war wieder sehr cool gemacht. Ein cooler Cash, coole Aktion. Und das war für uns der letzte Cash für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ciao. Ciao. Und das war zugleich auch übrigens der letzte aus Hannover. Ja, auch der letzte aus Hannover. Für dieses Wochenende. Eine Weile, ja. Für eine Weile. Also, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.